Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und ich bin jetzt ein kleines bisschen aufgeregt, weil unser New Holland hier, unser Abfahrer für unsere Mais-Silage, für unser Häckselgut, sich jetzt auf den Weg zum Silo macht. So, und wenn ihr euch richtig erinnert oder wenn ihr euch noch erinnert an der letzten Folge, haben wir ja festgestellt, dass interessanterweise die Abfahrer durch... Oje, Augenblick. Den werden wir mal kurz anhalten, weil hier wird nämlich in der Zwischenzeit schon mal das Feld gegrubbert. Wenn ihr euch nämlich erinnert, sind nämlich die Abfahrer immer hier vorne bei unserem neuen Hof, bei unserem Hofgelände, durch diese kleine, ja, Grünfläche gefahren, da wo die Bäume stehen. Und das finde ich natürlich nicht gerade besonders schön. Deswegen habe ich da jetzt ein kleines bisschen getüftelt vor dieser Folge und habe jetzt sozusagen versucht, durch Zäune und Wegmarkierungen hier doch es hoffentlich so zu schaffen, dass der Abfahrer jetzt doch sauber, ja, ich sag mal einigermaßen sauber halt auch wirklich den Weg findet. Denn das Interessante ist ja eben, wenn man ganz oben, so wie ihr gerade gesehen habt, den Abfahrer losschickt, dann nimmt er natürlich hier diesen Weg, fährt nicht übers Feld. Und dann werdet ihr es jetzt sehen, wird er hier wieder rechts abbiegen, in einem relativ großen Radius. Ne, er schlägt auch wieder ein bisschen spät ein. Versucht dann, glaube ich, hier in den Weg reinzufahren. Er zuckt kurz, fährt dann wieder weiter. So, und dann war natürlich meine Hoffnung, dass er hier jetzt diesen, ja, eingezeichneten Weg nimmt, was er jetzt auch zum Glück tut, aber eben auch erst, seit ich hier links einen Zaun installiert habe. So, ihr seht, auch rechts habe ich das Gelände eingezäunt, all das, damit eben hier, ja, unsere Abfahrer die Wegfindung hoffentlich richtig bewerkstelligen. Und ich habe ja auch die Fläche jetzt mittlerweile grün gemacht, damit wir einfach sehen, was hier die neue Hoffläche ist. Und habe da noch ein bisschen hier mit Gras gearbeitet. Hier die Fläche einzugrünen, das kostet ja nichts. Aber natürlich das Gras zu pflanzen, das kostet. Okay, jetzt schauen wir mal, was er noch tut, wenn er hier das Ganze abgeladen hat. Unser New Holland. Dann sollte er hier... Natürlich nicht. Das hat er ja immer vorher gemacht. Die ist hier sofort rechts an der BGA vorbei. Durchs Grün hier. Und deswegen auch der Zaun hier komplett über die Grünfläche oder um die Grünfläche herum. Und jetzt fährt er um die BGA herum. Der ist natürlich noch nicht so weit, dass er im Endeffekt die Wege fährt oder die zukünftigen Wege. So, ich glaube, er braucht immer ein bisschen. Jetzt setzt er sich in Bewegung. Ja, so weit passt das. Denn vor dem Update im Projekt Reloaded, da ist er ja dann tatsächlich eigentlich die Wege hier auch ums Feld herum gefahren. Ich habe dann gedacht, wenn ich hier außenrum mal grubber, dann hilft das vielleicht. Aber nun gut, warten wir es einfach mal ab. Wenn wir dann wirklich hier die entsprechenden Wegmarkierungen oder die Feldränder neu gesetzt haben, ob er dann eben tatsächlich die Wege einhält und dann wirklich die Wege auch fährt. Gut, naja, wie gesagt, ihr seht es, ich habe hier ein bisschen weitergemacht bei unserem Häckseln. Und es gibt noch jede Menge zu häckseln. Ich muss dann auch gleich mal reinschauen, wie weit unser Silo gefüllt ist. Ich glaube, 1 Million Liter passt rein und wir müssten jetzt schon so knapp 400.000 haben. So, den Helfer hier, den habe ich natürlich angehalten, weil kostet ja alles Geld. Ihr seht es ja auch mittlerweile, unser Kontostand ein bisschen nach unten gegangen durch die Bauerei. Na gut, die Zäune kosten jetzt nicht so viel. Jetzt schauen wir aber mal ganz, ganz kurz in die Produktion. Produktion, Produktion. Oh, 511. Ah, da passt aber mit Sicherheit mehr an als 1 Million. Gut, 511, das heißt, wir können noch einiges häckseln. So, er soll hier weiter grubbern. Und hier starten wir den Helfer und weiter geht's. So, also wie gesagt, das war jetzt ein bisschen Tüftlerei hier mit den Zäunen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal den Spielstand neu starten müssen. Auch schon allein deswegen ist nämlich auch so ein kleines Phänomen. Ihr erinnert euch, wir haben ja 2 Aufträge angenommen. Und hier dieser wunderschöne Krone, dieses Gespann mit dem New Holland, was finde ich übrigens sehr, sehr gut, jedenfalls was der Hänger angeht, zum John Deere passt.
Gehört ja zu einem Auftrag, wo man die Felder, das Feld 7 und dann anschließend noch da drüben ganz links das Nachbarfeld Nummer 4 abgeerntet haben, damit wir eben hier einen zusätzlichen Abfahrer haben. Und das Interessante ist, jedes Mal, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass wenn man den Spielstand lädt mit mehreren Aufträgen, die eigentlich auch schon abgearbeitet sind, dann werden die innerhalb von Sekunden, verschwinden die, aber werden nicht verkauft. Das heißt, das Geld geht flöten. Und dann muss man teilweise 2-3 Mal den Spielstand neu starten und dann ist der Auftrag wieder da und man kann den beenden. Und deswegen habe ich jetzt auch den Auftrag von Feld Nummer 4 beendet. Das hat uns knapp 12.000 oder 13.000 in die Kasse gespült. Und den Auftrag natürlich von Feld Nummer 7 können wir erst dann abschließen, wenn wir natürlich mit hier den Abfahrern bzw. mit dem Feld soweit fertig sind. Ansonsten würde ich halt ein Gespann mieten müssen, denn mit einem Abfahrer, das funktioniert dann nicht. Und auch wenn wir mit dem Drescher arbeiten, spätestens dann, wenn wir hier runterkommen, ganz in den Süden des Feldes, dann sind dann doch die Wege so lange, dass wir ohne Probleme eigentlich einen zweiten Abfahrer voll bekommen und dann würden wir nur jede Menge Zeit verlieren. Zeit ist übrigens auch das Stichwort, weil ich gucke da oben rechts oben auf unsere Wettervorhersage und wenn ich richtig weiß, 13 Uhr, gegen 13 Uhr soll es dann hier mit dem Regnen beginnen und dann können wir natürlich auf jeden Fall erstmal das mit dem Ernten einstellen und ich glaube es war so bis 16 Uhr. Also das Feld kriegen wir mit Sicherheit heute noch abgeerntet, aber natürlich würden 3 Stunden uns ein bisschen zurückwerfen. Naja, sei's drum. So, er hat 75%. Jupp. Und wenn wir hier jetzt das erste Mal wieder wenden, oder das nächste Mal wieder wenden, darf ich mich an der Stelle auch schon wieder mal recht herzlich bei allen bedanken, die mich hier auf diesem Kanal unterstützen. Einige Abonnenten sind ja auch wieder dazugekommen, habe ich gesehen. Vielen, vielen Dank. Freue mich, dass ihr auch zukünftig hier mit dabei sein wollt. Hier zum Beispiel bei unserem tollen Projekt Big Farm auf der schönen Map Neubartelshagen. Und dann haben wir ja noch parallel gerade ein kleines bisschen Kontrastprogramm mit der Neu-Mini-Brunnen-Map. Dort haben wir eine schöne Alpenmap, natürlich dann auch mit Steigungen und mit kleineren Feldern und einem schönen Dorf in der Mitte. Also hier haben wir Big Farm mit großen, großen Feldern und schön flach am Meer. Und dann haben wir eben unsere Alpenmap Neu-Mini-Brunnen noch. Die spielen wir dann immer so schön im Wechsel. Hier wollen wir vor allen Dingen eben, und deswegen freut es mich ja auch, wie gesagt, ein bisschen, dass das hier jetzt ganz gut geklappt hat oder dass es jetzt so klappt, mit den Abfahrern arbeiten. So, und das heißt, wir können den jetzt schon wieder losschicken und werden uns... Na, so. Ja, der fährt jetzt... Oh je, oh je, oh je. Naja, fährt natürlich voll... Naja. Da werden unsere Landwirtschaft... Warum fährt er jetzt da unten lang? Warum fährt er jetzt da unten lang? Das ist mir natürlich alles ein Rätsel, ne? Also da muss ich jetzt gerade mal schauen. Wo möchte er jetzt hin? Aha. Für ihn ist also hier die nächste Straße, der nächste Wegpunkt. Und deswegen will er jetzt hier rein. Und ich muss das jetzt leider beobachten. Es tut mir leid, weil ich habe nämlich die Befürchtung, dass er vorne an der Kreuzung... Ja, es könnte klappen. Ich glaube, da ist kein Stein an der Ecke. Aber so richtig wissen tue ich es jetzt auch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ich, wie gesagt, ich ahne ein bisschen Schlimmes. Ich ahne ein bisschen... Das ist übrigens auch neu hier, dieser Gehweg mit den Fußgängern. Nach dem letzten Update wurde das hier neu installiert von dem Modder. So, da haben wir einen Gullideckel. Kommt er da drüber oder nicht? Okay. Aber ich muss leider dranbleiben, weil ihr erinnert euch, auch in der letzten Folge hatten wir einen Abfahrer, der komischerweise von hier unten dann kam, obwohl ja das Silo ganz oben rechts ist, und dann hier an der Pferdekoppel links abbiegen wollte. Gut, das scheint er jetzt nicht zu tun. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er... Aha, er hat auch hier kurz gezuckt. Wo zuckt er jetzt?
Okay, er fährt jetzt den gesamten Zaun entlang. Naja, er will natürlich schon von rechts hier an das Silo ranfahren. Das versuchen sie immer. Okay, schafft er es? Kommt er um die Bäume rum? Das sieht gut aus. Okay, wunderbar. Dann war ja meine Sorge völlig unbegründet und für umsonst. So, was es nicht für umsonst gibt, und ich glaube, ihr seid informiert, seit 2 Tagen hat nämlich, glaube ich, Giants hier die Katze aus dem Sack gelassen. Ihr alle wisst ja, es gibt einen Season Pass. Schon das letzte Jahr gab es einen Season Pass, da gab es dann 4 ja, DLCs, Erweiterungen, die dann in dem Season Pass kostenlos mit dabei sind. Dieses Mal für 2023 gibt es 5 Erweiterungen und vor 2 Tagen ist jetzt praktisch die erste Erweiterung bekannt gegeben worden. Man kann also auf der Webseite von Giants jetzt sehen, dass es ein Göweil-Pack sein wird. Ich glaube mit 7 oder 9 Maschinen oder Erweiterungen, und hier dreht sich dann alles um das Ballen wickeln, ja, aber der Gag ist halt, dass wir jetzt nicht mehr nur Stroh bzw. Gras und Heu und ähnliches wickeln können und auch Silage wickeln können, sondern wir können jetzt auch Mais ballen und ich glaube Zuckerrübenschnitzel und noch etwas was, was wir jetzt dann eben auch entsprechend wickeln können. Es gibt eine wunderbare, ich habe das auch schon mal in verschiedenen YouTube-Videos in echt gesehen. Ja, was heißt in Videos echt gesehen? Also in real gesehen in Videos, nämlich auch einen stationären Wickler, wo man dann eben zum Beispiel das Häckselgut dann mit dem Ladewagen bzw. mit dem Hänger dorthin bringt und dann praktisch stationär einwirft und dann wird das Ganze eben gewickelt, zum Beispiel eben auch Mais, damit wir das dann eben als Futter dann einlagern kann. Ja, wie gesagt, die Firma Göweil ist jetzt dann zukünftig, und ich glaube, der Termin ist der 21. März. Der 21. März, dann kommt dieses DLC raus und dann ist eben auch die Firma Göweil mit Maschinen im Landwirtschaftssimulator vertreten. Also schaut einfach mal rein, guckt euch an, ob das für euch interessant ist. Ich finde auf jeden Fall interessant den Ballenwickler, der eben auch, ja, wie nennt man das so schön, einen Kippmechanismus hat, damit man eben die Rundballen auf die Seite legen kann, damit sie gerade, wie zum Beispiel auf unserer neuen Mini-Brunnen-Map, damit sie dann eben den Hang nicht herunterrollen. Hier jetzt auf der Map wäre das nicht ganz so dramatisch. Für mich ist natürlich der beste Wickler immer noch der Fast Bale, weil er einfach den schönen Vorteil hat von Vicon, dass man hier einfach durchfahren kann und der Wickler bzw. die Geschwindigkeit richtet sich eben dann danach, wie gewickelt wird und wie eben diese beiden Tanks, diese beiden Silos bzw. der Zwischentank und der Tank geleert werden, und dann kann man praktisch durchgehend fahren, ohne eben entsprechend so einen Job starten, ohne eben entsprechend anhalten zu müssen, und das macht es natürlich auch deutlich einfacher. So, er sucht sich jetzt wieder da oben natürlich den Feldweg und wird dann außen rumfahren, und ich hoffe, dass das dann auch wieder wunderbar klappt. Wenn ja, werden wir ihn dann in Kürze hier wieder auf dem Feld sehen. Den Fendt. So. So, und ich habe es jetzt gerade kurz nachgelesen. Also Mais-Silage, Zuckerrübenschnitzel und Mischfutter können dann zukünftig gewickelt werden. Yep. So, jetzt kann man ein bisschen hier runter scrollen. Ja, zupp, hallo. Da war ich dann wohl doch zu voreilig. Jetzt weiß ich auch den Fachbegriff für den Wickler, einen Ballendreher. So, dass eben nach dem Wickeln, dann ist noch ein Ballendreher und der kippt dann eben den Ballen auf die Seite und dann rollt er eben nicht den Hang runter. Ansonsten ist auch interessant, für einen Frontlader wird es ein Anbaugerät geben, mit dem man dann sowohl die Ballen stapeln als eben auch wickeln kann. Und es wird eben dann auch Wickler geben, entweder mit Netz oder eben mit Folie. Also dass man da dann eben auch entsprechend wohl ja, das auffüllen muss, wie es ja jetzt auch schon in
verschiedenen anderen Packs ja drin war. Also wie gesagt, im neuen DLC, es ist jetzt die Katze ist raus, wird also Ende März kommen. Und für die, die halt natürlich den Season Pass haben, ist es inklusive. Was ist für uns oder für diejenigen, die keinen Season Pass haben? Ich persönlich habe noch keinen Season Pass. Dann Kostenwert, das habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ja, wir werden sehen. Vermutlich wieder so entweder 9 Euro oder 12 Euro, sowas um den Dreh, vermute ich jetzt mal. Also wie gesagt, das Göweil-Pack mit entsprechenden Wickelfunktionen, Ballenwicklern und eben das Ballenwickeln als solches, das Erlebnis des Ballenwickelns erweitern soll. Naja, sehr schön. Mein Erlebnis ist jetzt erstmal hier ein freudiges, dass das hier soweit ganz gut klappt. Ist er denn schon wieder da? Nein. Dass das ganz, ganz gut klappt. Jedenfalls ist er logischerweise deutlich länger jetzt unterwegs, wenn er da außen rumfährt und oben den Feldweg. So, jetzt haben wir noch eine kleine Bahn. Dann ist auch dieses Feldteil abgearbeitet. So, und wenn er jetzt gerade wendet, können wir mal einen Blick drauf werfen. Okay, er grubbert weiter. Er hat abgeladen, sieht immer noch alles sehr, sehr gut aus. So, und wir bringen uns in Position mit unserem New Holland für den Rückweg. Ja, und dann denke ich, werden wir auch noch die nächste Hälfte oder beziehungsweise das nächste Stück Maisfeld hier auch noch häckseln, damit sich das eben mit dem Gerät hier auch wirklich lohnt, denn es haben wir ja nur gemietet. Und alles, was gemietet ist, muss einfach ständig in Betrieb sein, weil wenn es rumsteht, kostet es uns nur unnötig Geld. So, 150.000 haben wir nur noch auf dem Konto. So, da kommt unser Abfahrer und geht in die Parkposition. Ja, das klappt ja sehr, sehr gut. Kleiner Nachtrag natürlich jetzt noch zu dem Göweil-Pack oder Göweil-Pack. Würde mich doch mal auch interessieren, ob ihr Interesse an diesem Pack habt, an diesem Pack, an diesem DLC. Und natürlich, habt ihr schon den Season Pass oder macht ihr das auch eher so wie ich, individuell jedes einzelne DLC abwarten, mal schauen, was drin ist und dann halt doch eben einzeln kaufen. Oder habt ihr euch schon das Season Pass besorgt und freut euch schon auf alle 5 Erweiterungen? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, wie hier bei euch so die Meinung vorherrscht. So, 84%. Wunderbar. Ja, ist natürlich jetzt klar, jetzt diese letzten Bahnen hier, da kommt nicht allzu viel bei rum, zumal ja auch nur, ich glaube, der Ertragswert so um die 65-66% war bei dem Mais. Aber wir müssten auch dann gleich, wenn wir oben fertig sind mit der Bahn, mal schauen, ob wir noch Seliermittel in unserem Tank haben beim John Deere. Dann machen wir auch gar nicht lange rum, dann schicken wir den New Holland auch gleich zum Abladen. So. Interessant. Ah ja, okay. So, wie sieht's aus? 13%. Ja, das heißt, dann können wir auf jeden Fall die Bahn noch runterfahren mit ihm. Und dann würden wir ihn auf jeden Fall auftanken. So.
So. Zup. Und los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er vorne genügend Platz zum Wenden hat. Wir haben ja mit dem Drescher ein Vorgewende gefahren, damit wir ein bisschen Platz haben. Oder ob wir dann halt einfach, ja, zwei, drei Bahnen hoch runterfahren. Wir könnten natürlich auch hier runterfahren. Aber im Endeffekt ist es dann auch wieder wie Kops wie gesprungen. Okay. Schauen wir nochmal in der großen Übersicht. Ja, da oben sind die beiden Helfer. Der New Holland ist auf dem Weg zur Straße. Ja. Fährt die Straße runter. Soweit klappt das wieder alles. Und jetzt müsste er eigentlich abbiegen und auf den Hof fahren. Das sieht so aus. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Ja, wie gesagt, man muss der ganzen Sache ein kleines bisschen nachhelfen. Ich bin dann auch gespannt, wie weit hier es auf der PlayStation dann gelingt, die Helfer ein bisschen anzulernen, dass sie dann später dann doch auch andere Wege fahren, weil wir werden höchstwahrscheinlich auch hier, wo wir jetzt gerade lang fahren, wird es dann auch einen Fahrweg geben. Und hier der linke Teil wird ein Feld und der rechte Teil wird ein Feld. Und da bin ich mal gespannt. Ah ja, er wendet rückwärts, okay. Und dann bin ich nämlich auch mal gespannt, ob im Prinzip der Helfer hier dann den Weg auch als solches erkennt. So, das hat gut geklappt. Ja, aus der Innenansicht ist es fast noch ein bisschen einfacher. Man lässt ja immer, man schaut immer, dass man so auf derselben Höhe fährt. Dann sollte das auf jeden Fall hinten mit dem Auswurf passen. Gut. Ja, und da kommt auch schon der Abfahrer wieder. Sehr schön, das funktioniert, das funktioniert, das gefällt mir gut. Und deswegen, wie wir früher bei der Bundeswehr gesagt haben, Übungsfortsetzung. Nichtsdestoweniger ist er voll, das heißt, ich schicke ihn auch wieder hier auf die Reise. Und wir wechseln. Das passt ideal. Und während wir hier sozusagen den fliegenden Wechsel machen, darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch für eure Zeit bedanken. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt auch ein paar Infos mitnehmen können. Ich jedenfalls bedanke mich recht herzlich für eure Unterstützung bei den neuen Abonnenten und für eure Likes und Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal sehen und sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.